Konkurrent, Meglev, Felix will Yannick loswerden. Er ist ihm ein Dorn im Auge. Bei Meglev, Felix Löw begibt sich Jelitz Kog, 29, aktuell in einem Dating-Abenteuer auf die Suche nach ihrem MR. Reit. Während einige Kandidaten schon als vergeben entlarvt wurden, kämpfen die anderen Männer noch darum, die Influencerin von sich zu überzeugen. Allen voran, Max Baumann und Yannick Kontalis. Während letzterer bereits offenbarte, sich in die Beauty verliebt zu haben, kommt auch Max immer weiter. Um jedoch ganz an sein Ziel zu kommen, überlegt er, wie er Yannick loswerden könnte. Im Plausch mit Marco schmiedete der Barista einen Plan, wie er Yannick vom Thron stoßen könnte. Wenn er weg wäre, hätte jeder noch eine Chance, erklärte Max im Einzelinterview, zudem sehe er sich selbst im Rennen um Jelitz als klare Nummer 2. Doch er musste auch einsehen, die Ex-Bachelor-Teilnehmerin hegt bereits Gefühle für den Influencer. Weswegen es schwierig werden könnte, ihn ihr madig zu machen, eine andere Idee muss her. Ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, wie ich das hinbekomme, dass er selbst verkackt, verriet der 25-Jährige. Möglicherweise würde Yannick sich selbst ins Ausschießen. Wenn er was getrunken hat, dann würde er nämlich deutlich lauter werden. Ja. Kann sein. Ich sehe das immer bei den Freundinnen von meinen Arbeitskollegen, die mögen das auch gar nicht, stimmte Marco seinem Mitstreiter zu. Meglev, Felix Löw ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL Plus. Jesus, 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 Jesus